So, herzlich willkommen zum neuen Video. Nachdem das ja nun mit Cora total gefloppt ist, sind wir heute in Tower. Und zwar findet hier das Hahnrupfen statt. Ja, mal sehen, was uns hier erwartet. Ich wünsche dann viel Spaß. Naja, die Mädels machen ja schon mal Stimmung. Eine Blaskapelle läuft vorne weg, aber irgendwie spielen die nicht. Hier gibt's sie durch bis hinten. Ja, ja, ja. So lange reicht nicht. Weil Elli ist ja alle geprägt. Weil Elli ist die. Und dann bei uns. Ey, Mama. Hat er ja noch nichts zu essen. Aber. Ja, den Trainer. Lauf doch mal weiter! Ja, jetzt wo sie weiter weg sind, fangen sie an zu spielen. Jetzt kommt gleich der Hauptdarsteller ins Bild, der bereits fachmännisch getötet wurde. Immerhin hatte er ein langes, fröhliches Leben auf dem Bauernhof. Bestimmt auch zwischen vielen Hennen. Andere Hähne haben es nicht so gut, die landen nach dem Schlüpfen gleich im Schredderer. Für ein Dorf finde ich, das ist ein ziemlich langer Umzug. Ganz schön was los. War ja klar, bei mir hören sie wieder auf zu spielen. Irgendwie stehe ich hier verkehrt. Ein Schnäpschen habe ich auch bekommen. Da sage ich doch hier gleich nochmal Danke. Hallo.
Ja, hier musste ich mal schnell andere Musik unterlegen, weil auf diesem riesigen Trakt Musik lief. Ich habe ja keine Lust, schon wieder eine Urheberrechtsverletzung reingewirkt zu bekommen. Deswegen wurde nämlich das Cora-Video gesperrt. So, und das war's dann erstmal gleich vom Umzug. Weiter geht's dann auf den Sportplatz. Hier beginnt ja nur das eigentliche Hahnrupfen. Die Reiter müssen versuchen, vom Hahn die Flügel und den Kopf abzurupfen. Deswegen heißt es ja Hahnrupfen. Ehe der Hahn richtig hängt, gucken wir den Mädels noch beim Tanzen zu. Ja, und jetzt geht das Spektakel los. Wie gesagt, der Hahn mag davon nichts mehr. Ja, irgendwie klappt das nicht so richtig. Oh, jetzt hat sich auch noch der Hahn verheddert. Da müssen die staatlich geprüften Hahnabwickler einschreiten. Ja, und die Mädels tanzen immer noch. Ja, irgendwie haben die Pferde auch keine Lust mehr. Ich habe das Ganze ein bisschen abgekürzt, sonst würde das Video ja ewig gehen. Markus? Jawohl! Markus Schiller, zweiter Surfing-Kral! Glückwunsch! So, das war's dann vom eigentlichen Hahnrupfen. Kommen wir gleich zum Froschkarren. Hier müssen die Mädels mit dem Frosch auf der Karre eine Runde fahren. Springt der Frosch runter, müssen sie anhalten, den Frosch fangen und wieder draufsetzen. Und das Ganze natürlich noch Zeit. Wie man sieht, ist das gar nicht so einfach. Gleich dazu gesagt, die Frösche werden unmittelbar danach wieder freigelassen. Denen passiert also nichts. Bis irgendwann vielleicht mal ein Storch kommt. Und los!
die Sprungräder sind für eine Umzug rum. Der erste ist schon gehabt, der erste ist über uns. Wie man sieht, sind die Frösche ziemlich aktiv. Denen geht's also gut. Ist noch vorne, der ist noch vorne weg. Die drehen beide gleichzeitig um. Oh, oh, das ist. Komm, beide fast zeitig gesucht. Auf, bitte. Fertig. Und los. Jetzt gibt der leichte Vorteil auf dieser Webseite. Bitte gedreht, der Frosch. Ah, der Frosch sprang ab. Dieser Frosch hüpft sogar in die Zuschauer. Aber er wurde wieder gefunden. Dieser ist noch nicht jetzt im Ziel. Der Sieger bei diesem Spiel ist natürlich die schnellste. Sie ist dann die Erntekönigin. Natürlich konnte ich jetzt nicht so lange filmen, bis alle Mädels durch sind. Das dauert nämlich eine ganze Weile. So, das war's dann vom Hahnrupfen in Tower. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sage dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye.